Warum wird heute offensive Dschihad abgelehnt von den Gelehrten, obwohl es der Prophet gemacht hat? Ja, welcher Dschihad und welche Art und welche Leute und mit wem? Das, was Daesh gemacht hat, als Beispiel nur, weil wir das sehen, was ISIS gemacht hat, war das Dschihad? Die haben die Leute getötet, die Muslime haben sie getötet. Die haben die Muslime geschlachtet. Die haben solche Methoden angewendet, die in unserer Religion mit Sicherheit haram sind. Dass man die Leute ertrinken lässt, dass man die Leute verbrennt. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dies übrigens, dass man Köpfe schneidet und dass man diese Köpfe an die Leute schickt oder zeigt, das kennen wir nicht. Das kommt von den Majus. Deshalb, zur Zeit von Abu Bakr passierte sowas, dann hat Abu Bakr gesagt, sowas machen wir nicht. Das ist nicht unsere Sunna. Der Prophet sallam, hat uns befohlen, dass wir, auch wenn wir Feinde haben, die kämpfen gegen uns, dass wir uns daran halten. Deshalb, als der Prophet sallam, Brigaden geschickt hat, dass sie kämpfen, der Prophet sagte, ihr dürft keine Kinder töten, ihr dürft keine Mönche töten, ihr dürft keine Bäume schneiden, ihr müsst gerecht zu den Leuten sein und diejenigen, die gegen euch nicht kämpfen, kämpft nicht gegen sie. Und deshalb diese Behauptung, die Gelehrten wären dagegen, das kommt von Leuten, die nicht verstehen, was Dschihad ist. Und manche Leute denken, Dschihad ist nur eine Waffe zu tragen, zu kämpfen. Und das ist nicht der Fall. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Bemühe dich, Dschihad, bemühe dich mit ihm. Eine große Bemühung. Was ist mit ihm? Hier, wer ist ihm? Das ist der Koran. Der Koran. Und es gibt verschiedene Arten und so weiter. Und dass man nur Al-Dschihad in eine Ecke drängelt, nur dass man versteht Kämpfen oder Waffen, das ist nicht richtig in unserer Religion. Und manche Leute haben dies missbraucht. Und der Missbrauch sieht man doch. Also wenn die Gelehrten sagen, dass es nicht, wenn ein Muslim gegen einen Muslim kämpft und die töten einander, willst du, dass die Leute dir sagen, dass die Gelehrten dir sagen, das ist Dschihad? Willst du, dass die Gelehrten dir sagen, was falsch ist, dass es richtig ist? Und das haben wir gesehen. Wenn die Gelehrten heute gedrängelt werden, bestimmte Sachen zu akzeptieren, dann am Ende haben wir ja Probleme und Fitnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wer von Aufopferung, von Dschihad und sowas spricht, der sollte erstmal gegen sich selber Dschihad machen. Wer das Gebet nicht in der Zeit verrichten kann, wer seine Psyche nicht besiegen kann, wer gegen Shaitan nicht kämpfen kann, diese Person wird gegen die Feinde des Islam kämpfen können. Und das ist nicht meine Aussage. Na, no, bitte.